Hallo und vielen Dank, dass du auf dieses Video geklickt hast. Um den Channel weiter zu verbessern und nach vorne zu bringen, wäre ein Like unter dem Video und ein Abo sehr hilfreich. Gerne schreib auch einen Kommentar, was dir gefallen hat und was es noch zu verbessern gibt. Ach, und vergiss die Glocke nicht, damit du immer informiert bist, wenn ein neues Video erscheint. Und jetzt viel Spaß bei dem Video. Hölle auf dem Mars. Okay, jetzt waren wir auf der Hölle und jetzt sind wir wieder auf dem Mars. Und das hat bestimmt seine Konsequenzen. Obwohl, na, wir hatten genug Dämonen eh gerade schon da, also. Ja, sieht doch schick aus. Kann nicht mehr von hier aus geschlossen werden. Die Höllenenergie entströmt einem Ort in ihrer Welt, den wir den Brunnen nennen. Aber du bist zurück. Der Einzige, der zwischen den Welten wandeln kann. Es gibt also vielleicht einen Weg. Vega versucht, auf Olivias Dateien zuzugreifen. Geh zum nächsten Terminal, dann geben wir dir neue Informationen. Das ist vorerst alles. Ja, auch wenn du jetzt, also ein Gehirn in der Maschine oder was auch immer bist, wieso passiert denn dem eigentlich nichts? Ach komm, was ist das für ein Begrüßungskomitee hier? Komm her. Oh, naja, okay. So war das jetzt eigentlich nicht gedacht, aber gut. Ich wollte einen Glory Kill machen, aber das Spiel hat sich wohl gedacht. Nö. Also da ist schon mal eine Rune. Hier irgendwas Schönes. Da, guck mal. Ein Dompüppchen. Cool. Yeah. Kakodiemen, ja, sag ich doch. Ey. Wenn die wissen würden, dass das in Deutsch Kako man auch fast sich anhört wie Kacke. Der Kackdiemen. Ich weiß, ich bin jetzt nicht informiert, hab auch nie nachgeguckt, was Kako eigentlich heißt. Heißt bestimmt nicht Kacke. Also. Dann würde der Shit Demon heißen oder so. Aber das wäre auch ein behinderter Name für einen Dämon. Do you know the Shit Demon? Yeah, he shits all the way. Ah, shit. Kann ich darüber? Nee, das ist zu weit. Das ist sicherlich zu weit. Naja. Alle hopp. Und alle hopp. Guck mal, an sowas kann man auch easy vorbeilatschen. So, und jetzt können wir hingehen und ich mach das einfach. Ich könnte mir natürlich noch andere Sachen ausbauen. Oh, Bastler habe ich gekriegt. Ja, hier wie Verstärkungseffekt und Geschicklichkeit, aber... So, jetzt werden Sachen automatisch angezeigt. Das ist schön. Ja, Mittagessen, ne? Oder was? Erstmal hier so mitnehmen, was geht. Gibt es hier noch irgendwas? Ach, guck mal hier. Zack. Wissen ist Macht und Macht ist nichts. Ne, Quatsch. Olivia hat ein Artefakt in ihrem Privatlabor, das wir schon seit Jahren untersuchen. Ich glaube, damit findest du die Antworten, die du suchst. Denn es trägt dein Zeichen. Olivias persönliches Labor ist nicht in der Datenbank der Einrichtung registriert. Ja, natürlich nicht. Um es zu finden, ist Freigabestufe Alpha erforderlich. Erteilt. Du kannst die Lazarus-Labore über den nördlichen Teil des Forschungskomplexes erreichen. Es sind etwa 80 Kilometer. What? Wow, Catwalk. Ich aktiviere das Zugsystem. Aber dafür wirst du eine Schlüsselkarte für die USC-Einrichtungen brauchen. In der Nähe ist eine Sicherheitsstation. Ja, 80 Kilometer, ihr habt da einen Arsch offen, ey. Kann ich das Ding jetzt mitnehmen, oder was? Yeah! Fucking Minigun! Ja, oder Chain Gun, okay. Von mir aus dann auch Chain Gun.
Ja, dann komm mal her. Ach ne, warte, ich wechsle nochmal. Klatsch! Oh, ich liebe dieses Spiel irgendwie. Oh, das war aber mega gut getroffen. Nur weil man den an Augen rausschlägt, explodiert er gleich. Das ist ja komisch. Munition ist leer, scheiße. Ich hänge wieder fest. Komm her. Was habe ich denn für eine Herausforderung geschafft? Was? Was war mit dem Revenant? Ach! Einen töten, während er sich in der Luft befindet. Cool. 5 Dämonen mit Kettensäge. Ja, das geht auch klar. Das ist einfacher, wenn man die einfachen Dämonen damit killt. Was haben wir denn hier alles? Mach doch mal einer den Wecker aus hier. Komm, ich muss ja eh 5 damit killen, dann machen wir die einfachen. Nee, dich nicht. Geh weg. Oh, warte mal. Komm mal her. Revenant. Einmal? Ja, komm. Guck mal, hier ist eine Barrel. Ach, sei mal... Oh, das war dumm. Das war einfach dumm. Hallo. Immer hinten anstellen. Ach, keine Munition mehr. Schade. Ich muss bestimmt einen damit killen, glaube ich. Oder? Jo. Einen Dämon noch mit einer Kettensäge killen, dann nächste Herausforderung schafft. Ha. Okay. Komme ich jetzt da hoch? Bestimmt, ne? Ja. Okay, alles klar. Guck mal, hier ist so eine Rune. Eine Rune. Sammle alle 15 Höllenrelikte und erreiche das Ziel, bevor die Zeit abgelaufen ist. Was kriegen wir denn dafür? Biete eine deutlich gesteigerte Bewegungskontrolle im Flug nach einem Doppelsprung. Okay. Ja, mal gucken. Bewegung im Flug. Also manchmal, da registriert er nicht den zweiten Knopfdruck. Dann versuchen wir es nochmal. Hallo, ich drücke... Ah, du dummes Spiel! Da drückst du schon nach vorne und er so, nö. Ich will aber nicht. Hopp.
ich glaube, das schaffe ich wieder nicht. Nee, niemals. Ah, shit. Ja, okay, das war wegen dem einen. Okay, ach komm, so schwer ist das doch nicht. Ah, was mache ich denn? Oh Gott, oh Gott, oh Gott, da habe ich schon wieder irgendwas. Ja, ja. Wie man sieht, ich bin Doom Pro Spieler. Kann man in dem Spiel eigentlich straven oder so? Was? Ey, Entschuldigung, was war das denn jetzt? Ich habe schon wieder einen Gedankenfehler gehabt. Jo, nicht eingesammelt, okay. Warum zerfällt man, wenn man runterfällt? So, jetzt haben wir mal Konzentration hier. Nee, ach Mann, zu früh. Shit. Ja, nee, komm. Ups. Bin ich so konzentriert, dass ich Fehler mache. Geil. Eigentlich ist das wieder so ein Ding, was man im ersten Durchlauf schaffen sollte, oder? Oder spätestens im zweiten. Jetzt aber hier. Jawohl. Meine Güte. Yeah. Okay. Ups. Klopf auf den Tisch. Huch. So nach dem Motto, ne? Naja, egal. Jetzt habe ich es aber hingekriegt. Dürfte ich nicht jetzt eigentlich auch eine zweite Rune auswählen? Yeah. Okay, was machen wir denn die zweite? Versuchen wir mal den. Ich hasse zwar Glory Kills von oben, aber gut. Guck mal, was können wir noch irgendwas aufwerten? Ne, die geht erst im nächsten Level, ne? Ah, ne, da brauche ich 6 für. Direkte Treffer bei Imps. Was ist denn ein direkter Treffer ins Gesicht? In, oder was? Ah, oh, nee, was? So. Na gut, wie dem auch sei. Sollte ich schon hier lang oder? Ich nochmal da hinten umgucken. Komm, wir gucken mal, was hier noch. Ja, okay, Gegner gibt es hier auf jeden Fall. Was? Oh. Das war mir jetzt gar nicht ersichtlich, dass da gar kein Boden ist. Das sah jetzt alles so ähnlich und so gleich aus. Ups. Na gut. Irgendwie vibriert mein Controller. Ist hier irgendwas? Ja, irgendwo ist was. Ja, irgendwo da unten. Oder was? Hä? Da unten? Hallihup. Ach, der Treibstoff war ja woanders. Oh nö, hau ab! Gott, ich bin schon wieder tot.
Naja. Aber da unten, da ganz unten muss ja irgendwas sein. Ich versuch's trotzdem nochmal. Okay, so. Ne, warte, ich mach dann anders. Das und das Gauss-Gewehr. So. Hau ab! Arsch! Hä? Da ist aber auch eine neblige Scheiße hier. Was war das jetzt? War das jetzt Elitewache oder was? Nee. Kann mal einer den Nebel, den, was auch immer das hier ist, abstellen? Das ist ja schrecklich. Das ist ja gar nichts. Ah, ich habe Angst runterzufallen. Immer Lebensenergie. Shit. Obwohl, das sind nur einfache, ne? Ja, okay, bis auf Erda. Oh fuck, 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 oh fuck. Da gehst du einmal vom Pfad ab und dann will das Spiel das aber irgendwie auch nicht. Weil eigentlich muss ich da oben lang, aber ich will doch ein bisschen erkunden. Aber das Spiel sagt, nein, ich will das nicht. So, okay, alles klar. Ach, geh doch weg. Komm her. Oh. War ich mal wieder so smart und habe viel zu schnell den Knopf gedrückt. Puh. Oh, Gauss hat wieder ein bisschen Schuss. Komm her! Da kommt so ein kleiner Imp gekrochen und zack. Alles klar, okay. So, aber irgendwo ist doch da noch ein Geheimnischen. Da unten ist die Tür zu.
Aber jetzt bin ich eigentlich schon wieder zu hoch dafür. Was ist mit hier drunter? Ah ne, da komme ich nur wieder dahin. Ne. Ja, dann weiß ich auch nicht. Ich springe da jetzt nicht irgendwo hin und da bin ich wieder tot und dann kann ich den ganzen Scheiß wieder von vorne machen. Nee, ohne mich. Na gut, dann gehen wir erstmal weiter, würde ich sagen. Hoppala. Oder ist hier noch irgendwas? Ach jo, ja, stimmt. So, ich springe mal lieber rüber. Komm her, geh weg. Komm her, geh weg. Ich glaube, das war dann, ne? Hui. Ja, okay, gehen wir jetzt erstmal weiter. Jene, die vor ihnen kamen und jene, die mit ihnen arbeiten. Ja, und jene, die schon tot sind, interessieren mich nicht. Tschüss. Tschüss, habe ich gesagt. Halt die Schnauze. Geh auf. Geh weg. Du drängst dich mit deiner nervigen Stimme auf. Ach, da kommen noch die Viecher. Dämonischer Vorstoß entdeckt. Hell yeah, sag ich dazu. Oh. Ich wollte es mal ausprobieren. Na komm. Ups. Okay, es geht doch. Ah, okay, man muss also richtig genau hinzielen und den Knopf dann drücken, damit er diesen Kill mit dem Fuß macht. Na gut. Weiß ich Bescheid. Gib mal die Karte her. Danke. Hä? Alter, dass man doch manchmal daneben schlägt. Na, schmeckt das? Ja, es ist schon offensichtlich, dass er da lang gegangen ist. Ihre Schlüsselkarte. Sie müssen sie wiederholen. Ohne Zugangsberechtigung kommen Sie nicht in die Bahnstation. Ja, weiß ich doch. Aber danke, dass du mir nochmal sagst, falls ich so doof bin und es wieder vergessen habe. Huch! So, mein Gott. Jetzt aber mal gut mit auf Nerven gehen. Weg da. Da bist du. Ach, mit Elitewachen auf der Karte meint der wohl Prädatorenmarken. Aber die können sich aber auch nicht entscheiden, was sie schreiben sollen. Ob sie jetzt Marken rausmachen oder Elitewachen. Okay, ich habe einen.
Verbessert den Schaden durch explosive Fässer und Umwelteinflüsse. Eigentlich brauche ich das zweite. Also machen wir das. Beim nächsten Mal kriege ich dann weniger Schaden durch eigene Waffe. Das ist gut. Och, du schon wieder. Ich komme. Und schieß ihn. Aber laut Musik war das noch nicht alles. Nee, 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 ich will da runter. Uje, 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 uje. Ach, meine Kettensäge ist leider leer. Na, ja, toll. Shit. Ach, die Viecher sind aber auch scheiße. Vor allem, wenn er zwei ist, ist es auch schwer, sich drauf zu konzentrieren, einen in den Arsch zu ballern. So, okay. Okay, die muss ich zum Glück hier nicht nochmal alle machen. Das ist schon mal gut. Komm her. Autsch. Hey, hey. Nicht so viel Munition. Komm hoch da. Okay, den einen habe ich schon mal zu Hackfleisch verarbeitet. Wo sind die andere? Super. Ach. Jawohl.
zweiten Mal funktioniert. Unautorisierte Exkursionen in die Sperrzonen außerhalb der Basis sind verboten. Da kommst du her. Ach, jetzt wieder hinter dem her, ne? Ich hasse das. Wo fliegt er denn hin? Da hoch oder was? Oh shit. Dann machen wir erstmal die Dämonenwelle und dann... Ups. Oh, komm her. Yam, 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 yam. Ups. Oh, jo, 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 jo. Komm, stirb! Du Hund! Oh Gott, oh, oh nein, 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 nein. Oh, verdammt. Keine Kettensägenmunition. Oh, Kettensägenmunition. Wenn man gerade davon spricht, ne? Komm her. Irgendwie war das klar. Ha, komm hoch da. Alles klar. Oh. Okay, geschafft. Ey, wartest du auf mich? Oh, 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 oh. Das sah aus, als wenn ich jetzt dann... Alter, wieso falle ich denn gleich vom Kran runter? Bist du behindert, Spiel? So, her damit. Minigun. Lafette? Was ist denn noch Lafette? Die Waffen der LT kann die Läufe der Chaingun anlaufen lassen, ohne zu feuern. Ja, dann geht's ein bisschen schneller, ne? Ach, komm, gib mal her da. Stimmt, und dann... Ja, okay, eindeutig besser. Hören Sie mal, weg mit Ihnen. Ne, brauche ich nicht. Okay. Ja, ich gehe erstmal den anderen Weg. War das nicht da? Aua. Ey, ey, ey. Hallo, 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 hallo. War eigentlich auch eine Rune? Ich meine schon. Hier, ne? Jawohl. Mal gucken, was wir da machen müssen.
Schalte mit der Kampfschrotflinte alle Ziele aus, bevor die Zeit abgelaufen ist. Deine Gesundheit ist sehr niedrig. Nutze Rüstung, um zu überleben. Oh, wenn man sie mit Glory Kills tötet, zumindest Zombies hinterlassen sie Rüstung. Das ist natürlich auch nicht schlecht. Ja, ich versuche das so ein paar Mal. Also jetzt nicht zu viel, sonst wird die Episode hier noch ewig lang. Außerdem will ich nicht dauernd failen. 3, 2, 1, go. Wahrscheinlich sterbe ich jetzt sofort. Das war ja irgendwie klar, oder? Ach, fick you. Oh, geschafft. Geil. Sogar beim ersten Mal. Das war ja doch einfacher als gedacht. Ich habe gedacht, da kommen jetzt richtig krasse Viecher nur. Aber gut. Das geht ja. Ach, was mir gerade einfällt, da stand da unten, es gibt auch klassische Doom-Maps, die man hier in dem Remake spielen, also nicht in dem Remake, in dem vierten Teil spielen kann. Und ich glaube, die Maps, die spiele ich dann nachträglich. Ich suche jetzt nicht explizit im Spiel danach. Das mache ich einfach, wenn ich durch bin. Dann kommt da so als kleine Bonus-Episode die Doom-Maps. Und vielleicht, wo man sie findet. Und dann kommt der Multiplayer. Wenn der hoffentlich noch einigermaßen gespielt wird. Aber ich denke mal schon. Ich meine, bis zu Doom Eternal dauert es ja noch ein paar Monate. Von daher wird er bestimmt noch gespielt. Entschuldigung, gehen wir mal durch. Nee, also, das wollte ich jetzt eigentlich nicht, aber gut, nehme ich auch. Ja, machen wir erst den Arschloch hier fertig. So. Komm her. Diskutier nicht, stirb. Was hat jetzt? Warum frage ich eigentlich so doof? Was das jetzt? Nee, okay. Ach, oh, ups. Hat sich ja schon einer angeschlichen hier. Unerhört. Okay, jetzt ist mir das zu doof hier. So, jetzt aber. Monster, Kakolimen. Ich habe auch irgendwie Bock, wenn ich damit durch bin, Classic. Ja, ja, Classic Doom zu spielen. Aber nicht in dem Sinne Classic Doom, sondern Classic Doom mit Mods.
Also weiß ich nicht. Batman Doom, Glory Doom und hast du nicht gesehen. Kein Team schicken, um es zu holen. Ich bin der Chef dieses Unternehmens. All deine Arbeit und Entdeckungen gehören mir. Es war schon mein, bevor du es gefunden hast. Alles klar. So kann man sich natürlich auch den Hass anderer aufsetzen. Aufsetzen. Zugang gestattet. Ich meinte, wie nennt man das? Einheimsen? Nee. Ach, egal, ihr wisst, was ich meine. Oder war da oben jetzt noch was gewesen? Und ich bin einfach... Nein! Ehrlich, da war noch was? Oder ist sie hier in so einem... Oh, ich hab schon gedacht. Hui. Das habe ich schon echt gedacht, ich würde da nicht mehr drankommen. Jetzt habe ich aber nur eine, ich brauche aber noch eine. Na gut. Wie viel fehlen da noch? Direkter Treffer. Was meinen die? Kopfschuss? Ach, jetzt kann ich ja machen. Cool, durchdringend Ziel ist auch nicht schlecht. Dein Streif verfügt jetzt über einen verheerenden Trefferbereich. Oh. Raketenwerfer. Pistol. Irgendwie weiß ich gar nicht, was ich davon zuerst ausrüsten, also verbessern soll. Ach, sei doch jetzt endlich ruhig. Wo muss ich denn eigentlich lang? Nee, Quatsch, hier ist ja falsch rum. Ja, macht nichts. Komme ich auch mit klar. Ich muss sowieso alles killen. Also, was interessiert mich meine Sicherheit? Mein Gott, ihr Bitches! Geht mir nicht auf die Eier! Ja, ups. Mann, ich komme jedes Mal gegen das Mikro. Ja, einen Moment. Ich mache jetzt doch nochmal eben schnell hier was. Ne, ich mach. Ich mach das weg. Ich mach die Glory Kills. Und Waffen. Eine Schrotflinte geht ja noch nicht. Auch wenn ich die nicht unbedingt benutze. Bisher Raketenwerfer. Töte 15 mal 3 oder mehr Dämonen mit einer Explosion. Ja, toll. So, kann ich noch irgendwas machen? Ich glaube nicht. Nee. Ist sie komplex für fortgeschrittene Forschung? Also gut, auf geht's mit der Bimmelbahn. Hm, cool. Das sieht doch mal nach einem guten Ergebnis aus, würde ich sagen. Alle Herausforderungen gemacht. Fast Kampf auf 5. Erkundung zu... Ja, heißt das jetzt 100%? Ja, eigentlich nicht. Weil ich habe ja nicht alle Extras. Aber 3 von 4 Marken. Leider habe ich keine Argent-Zelle, aber die Felddrohne und beide Runenprüfungen gemacht. Oh doch, das ist ein gutes Ergebnis.